So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit dem fünften KJ Update. Ja, ich weiß, es ist lange her, dass ihr ein kommentiertes Gameplay von mir gesehen habt, aber es war jetzt einiges los und deswegen gibt es erstmal ein KJ Update, damit ihr auf dem neuesten Stand seid, wie es so aktuell aussieht. Ich weiß, es gab jetzt lange keine Videos mehr. Das lag zum einen an meinem Internet und zum anderen an meinem PC. Aber im Hintergrund seht ihr gerade Eroberung Groß, Lumpini Garten, also Dragon Thieves DLC und ja, Sturmsoldat, Ace 23, Coyote Visier, angewinkelter Griff, Mündungsbremse oder Kompensator, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Auf jeden Fall eins von beiden. Ich habe auch ewig nicht mehr Battlefield gespielt, wie gesagt, wegen kein Internet. Aber auf jeden Fall Shorty habe ich noch dabei, den Defi, das Medikit und die V40 Minigranaten. Und ja. Erstmal kein Internet. Das lag daran, weil die Telekom ja nicht so geil geliefert hat, wie sie eigentlich sollte. Und Videos hauptsächlich wegen, dass keine jetzt kamen, weil der Splitter. Also ich finde meinen Splitter nicht mehr, damit ich mit meiner Capture-Karte hier aufnehmen kann, weil ich hätte zum Beispiel Mordor's Schatten hier, ich hätte FIFA hier, ich hätte Forza Horizon 2 hier, also ich könnte echt viele Videos für euch machen, würde ich auch gern. Und ja, ich habe auch schon denen sozusagen gesagt, dass der defekt ist, der neue Splitter, den ich jetzt auch bestellt hatte, aber der leider ja nicht funktioniert. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das dann hinkriege, damit ich wieder capturen kann für euch. Auf jeden Fall wird es ein kleines so Zusammenfassvideo geben von Forza Horizon. FIFA werde ich ein bisschen Let's Playen und euch ein bisschen was zeigen. Und Mordor's Schatten auch so ein kleines Fazit, mal zeigen, was man da so machen kann, Video geben. Und ja, Internet gerade schon angesprochen, Telekom. Also, ich habe das am 27. September noch in meiner Übergangslösungswohnung bestellt. Also, weil aktuell, ich wohne jetzt in meiner richtigen Wohnung, aber das Problem ist halt, ja, ich habe hier noch kein Internet. Das war so, 27. habe ich bestellt, paar Tage später an der Hotline angerufen, ja, wie sieht's denn aus? Weil bei der Telekom in Berlin ging das ratzfatz 4 oder 5 Tage, dann war das sofort da. Und das Problem ist, ich kann hier nur Telekom benutzen, weil die Telekom die einzigen sind, die hier VDSL 50 anbieten. Und auch Ding geht nicht, Kabel geht nicht, die bieten das hier in Unterhaching nicht an. Deswegen, ja, auf jeden Fall Hotline angerufen und dann sagen die mir halt, ja, da ist ein Fehler drin. Ja toll, warum könnt ihr mir da nicht früher Bescheid geben? Und ja, dann hat der Typ am Telefon ohne mein Einverständnis einen Neuvertrag gemacht. Also der hat einfach gesagt, ja, ich mach das für sie. Und dann habe ich halt gedacht, das wäre so, ja, der reaktiviert den und dann funktioniert das alles wieder, den alten Auftrag halt. Nee, war nicht so. Der hat nämlich den normalen Auftrag gemacht zu Nicht-Online-Konditionen, also voller Preis, kein Rabatt, nichts. Und ja, Bereitstellung 28.10. Habe ich mir gedacht, ja, okay, aber dann sind halt die Daten gekommen. Nee, will ich nicht. Rufe ich an. Ja, wir müssen den Auftrag stornieren, damit wir und dann einen Neuvertrag mit Online-Konditionen machen. Habe ich ja. Okay, ja, wann wäre denn da die Bereitstellung? Ja, 11.11. Also, wie gesagt, ich habe schon seit jetzt knapp einem Monat kein Internet und dann jetzt nochmal da hinten dran gehangen. Nochmal einen halben Monat. Ey, ich hätte kotzen können. Und ja, aktuell surfe ich nämlich über mein, ich habe dann übergangsweise über mein Handy, Vodafone-Vertrag, pro Volumen 2,5 GB zahle ich halt 20 Euro. Habe ich schon mal aufgeladen, damit ich da ein bisschen surfen kann. Jetzt habe ich dann, lustigerweise hat mir die Telekom dann, wie ich extra nachgefragt habe, von denen selber kommt das ja nicht, haben die mir dann angeboten, ja, hier, wir haben einen, sie bekommen eine SIM-Karte, Stick musste ich mir jetzt noch selber kaufen, weil der wäre dann, bei denen hätte der 100 Euro gekostet, ein scheiß Surfstick, 100 Euro, ich habe jetzt 33 für meinen gezahlt, neu. Und ja, auf jeden Fall, SIM-Karte bekomme ich 5 GB pro Monat frei, ja, darüber surfe ich jetzt, allerdings lade ich darüber jetzt aktuell meine Videos nicht hoch, weil dann ist nach 2 Videos das Ding leer. Und ja, das Geile ist daran, ich muss das wieder kündigen, weil nach 3 Monaten, ich musste da ein, es hat geheißen, ja, gehen Sie in den nächsten Telekom-Shop und können sich's dort abholen, ganz einfach. Habe ich gedacht, ja, okay, ist ja relativ simpel, gehe ich hin, erstmal warten, das ist so typisch Telekom-Shop, warten einfach, weil zwei Leute, und dann waren halt so
Leute dort mit so dämlichen Problemen. Ja, wenn meine Eltern anrufen, sehe ich ihre Nummer nicht. Da steht immer unbekannte Nummer. Und wenn meine. Aber bei meiner Schwester steht die Nummer dran und die haben die auch freischalten lassen. Alter, ey, so nervig. Oder dann welche, ey, ich habe zu Hause kein Netz. Warum habe ich zu Hause kein Netz? Also, ja, lauter so echt dämliche Probleme, wo sie einfach bei der Hotline anrufen können und vor allem bei dem kein Netz. Der Typ hat dann bei der Hotline angerufen. Also bei der Hotline von der Telekom hat der Telekom-Mitarbeiter angerufen. Verstehe ich auch nicht. Ja, und genau. Dann, auf jeden Fall musste ich da einen kompletten Neuvertrag machen mit 3 Monate Mindestlaufzeit. Kostet mich halt die 3 Monate lang nichts. Danach verlängert sich der Vertrag um 24 weitere Monate, wo ich dann jeden Monat, keine Ahnung, mindestens 20 Euro zahlen muss. Das auf jeden Fall. Und ja, den habe ich jetzt auch schon gekündigt. Ich hoffe, die Kündigung ging durch. Und ja, mal gucken, wie sich das da noch entwickelt. Aber auf jeden Fall, ich bin gerade dran, spiele gerade Mordor's Schatten ein bisschen, um euch dann später ein paar Videos zu zeigen. Jetzt kommen erstmal die Kritiken, kommen weiterhin zu aktuellen Filmen. Und ja, wegen meinem PC, also mein Rechner ist nach dem hat beim Umzug ein bisschen ja, Blessuren bekommen. Also der war eh schon sehr dreckig mit Staub befallen und innen hat sich dann der Kühler von der CPU gelöst. Dann, und ich wollte den eh umrüsten lassen auf Wasserkühlung und gedämmtes Gehäuse, weil mir der einfach immer viel zu laut war, hat gesurrt und jetzt ist es einfach echt ein richtig leiser Rechner. Und ja, dann habe ich das machen lassen bei mir zu Hause, vor Ort, bei so einem kleinen Computerladen, die von PC-Spezialist, wohlgemerkt PC-Spezialist, gemacht wurden. Also die haben Pauschalpreise und dann haben wir halt gesagt, ja, hier, bam, der Preis, dann bauen wir es dir um. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, cool, wie lange dauert es? Ja, so ein Tag, 1 bis 2 Tage dürfte das dauern, wenn wir die Sachen da haben. Okay, habe ich mir gedacht, ja, cool. Die Wasserkühlung musste ich bestellen, habe ich dann auch gemacht. Und das Gehäuse musste ich dann bei dem bestellen. War nur 5 Euro teurer, habe ich mir gedacht, ja, okay, sonst machen sie es mir ja nicht, weil sie ja selber Geld verdienen wollen daran. Und ja, dann habe ich das gemacht. Und dann 3, 4 Tage später bekomme ich dann, ja, das Gehäuse war nicht lieferbar. Und dann denke ich mir, Alter, ruft mich doch früher an. Ja, auf jeden Fall musste ich dann das Gehäuse tauschen und dann habe ich dann Samstag angerufen und Montag hat meine Mutter den dorthin gebracht und Freitag haben wir dann mitbekommen, dass das nicht lieferbar ist. Auf jeden Fall haben wir dann Samstag angerufen, ja, wir können erst Montag bestellen. Hallo, wir sind im Zeitalter des Internets, da ist Samstag eine Bestellung auch möglich. Einfach eine Bestellung per Mail oder was auch immer, das geht genauso. Verstehe ich einfach echt nicht. Und ja, dann auf jeden Fall war das dann lieferbar, dasselbe Gehäuse in Weiß. Die haben es dann eingebaut und dann hat er natürlich nicht gepasst. 4 Radiatoren und ich wollte eigentlich 3, aber der hat gesagt, 4 sind besser, dann habe ich auch 4 bestellt. Und dann haben die natürlich nicht ins Gehäuse gepasst, mussten sie Winkelstücke bestellen. Und haben anscheinend auch ewig dafür gebraucht, um rauszufinden, welche Winkelstücke sie nehmen. Auf jeden Fall war es dann am Ende so, dass die Winkelstücke bestellt hatten bei Aquatuning Stück 3,99. Und was steht bei mir auf der Rechnung? 10 Euro ein Winkelstück. Ja, wir müssen ja die Recherche auch einrechnen. Alter, nein, es war so abgemacht, dass es 149 Euro alles drin war, Einbau mit allem drum und dran, das ist ein Pauschalpreis. Und ja, dann habe ich das, dann haben die, und vor allem, da kommt noch was dazu, nämlich ein Lüfterkabel, zwei scheiß Lüfterkabel, die so im Internet 1 Euro kosten, haben die 5 Euro pro Stück verlangen. Ey, geht echt nicht. Dann hat es noch ewig lang gedauert, 14 Tage. Und war auch noch echt überteuert, die kleinen Zubehörteile. Und deswegen kann ich euch echt PC-Spezialist nicht unbedingt empfehlen. Ja, damit bin ich auch schon am Ende mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Schreibt mir eure Erfahrungen mit der Telekom oder mit so Computerfachhändlern in Anführungszeichen in die Kommentare. Und ja, ich mache demnächst, hoffe ich, kann ich wieder Videos für euch machen und habe echt Bock drauf. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!